Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um ein Update zum ISM-Fernstudium, dem Fernstudienbereich der International School of Management. Dazu freue ich mich gleich, zwei Gesprächspartnerinnen der ISM hier bei mir begrüßen zu dürfen. Zum einen ist Frau Marcella Brockerhoff hier mit dabei. Sie ist die Studienberaterin für das Fernstudium ISM. Hallo, Frau Brockerhoff. Hallo, Herr Jung. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Und die zweite im Bunde ist Frau Dr. Nicole Behringer. Sie ist Studiengangsleiterin für den Master Medien- und Kommunikationspsychologie, über den wir auch sprechen werden, und außerdem Expertin für digitale Lehre und Lernarchitektin. Hallo, Frau Behringer, herzlich willkommen. Ich grüße Sie, hallo. Ja, schön, dass Sie auch mit dabei sind. Und was das so mit der Lernarchitektin auf sich hat, auch da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Zunächst möchte ich Sie beide bitten, sich kurz vorzustellen, auch mit Ihrem Aufgabenbereich an der ISM im Fernstudium. Frau Brockerhoff, möchten Sie da beginnen? Ja, ich fange mal an. Also mein Name ist Marcella Brockerhoff. Ich bin, wie gesagt, Studienberaterin hier im ISM-Fernstudium und bin auch schon länger vor dem Start des Fernstudiums zu ISM gekommen. Eigentlich bin ich nämlich ganz branchenfremd und habe vorher in der Automobilindustrie oder auch in der Beratung gearbeitet. Aber das Thema Beratung macht mir einfach sehr viel Spaß und ich freue mich, eben hier das ganz besonders ausleben zu können. Denn mit meinen Kolleginnen berate ich also alle Leute, die Interesse haben am ISM-Fernstudium über Mail, Telefon, WhatsApp oder auch in Webinaren und erkläre da einfach ein ganz breites Spektrum von, wie kann man sich denn so ein Fernstudium überhaupt vorstellen, wie funktioniert denn das, bis hin zu, kann ich zugelassen werden oder wie sieht das eigentlich mit meinen Vorleistungen aus? Also das beschäftigt mich so mehr oder weniger tagtäglich. Ja, vielen Dank und das werden wir auch noch ausnutzen heute Abend für viele Fragen, die ich auch mitgebracht habe. Ja, Frau Behringer, möchten Sie dann weitermachen? Ja, sehr gern. Ich bin Nicole Behringer und ich leite den Masterstudiengang Medien- und Kommunikationspsychologie. Auf den kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen. Und auch im Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie begleite ich verschiedene Module, zum Beispiel die Sozialpsychologie oder auch die Persönlichkeitspsychologie. Und darüber hinaus bin ich auch im Präsenzstudium an der ISM tätig und gebe hier Vorlesungen im Bereich Wirtschaftspsychologie. Und ich selbst habe Psychologie studiert und in Tübingen am Leibniz-Institut für Wissensmedien promoviert. Und danach war ich viele Jahre in der Wirtschaft tätig, in ganz unterschiedlichen Branchen. Gestartet bin ich in der Automobilbranche, danach war ich in der Modebranche bei Hugo Boss im Bereich Sales and Marketing Training. Hier habe ich eine Online-Lernplattform ausgerollt, die Hugo Boss University, für die Hugo Boss-Verkäufer weltweit. Und danach war ich noch mehrere Jahre in der Finanzbranche bei Daimler Mobility. Und hier war der Bereich Personalentwicklung, Organisationsentwicklung. Das heißt, ich bringe eine ganz breite Erfahrung aus der Praxis mit. Und das ist das, was die ISM tatsächlich auszeichnet, die Praxisnähe. Das heißt, es geht bei uns immer darum, Theorien und Modelle, die wir vermitteln, auch entsprechend zu übersetzen in die Praxis. Was heißt das konkret für die Rolle der Führungskraft? Wie kann ich das konkret in meinem Team umsetzen? Das heißt, dieser Transfer von Wissenschaft in die Praxis, der ist mir tatsächlich schon seit vielen Jahren ein Anliegen. Deshalb habe ich auch vor mittlerweile 11 Jahren gemeinsam mit Kollegen einen Blog gegründet, wissensdialoge.de, wo wir psychologische Forschung, Theorien, Modelle für die Praxis sozusagen übersetzen. Und da schreibe ich über meine Leidenschaftsthemen wie Personal, Organisationsentwicklung, New Work, hybride Arbeitsformen und vieles mehr. Das bin ich. Ja, vielen Dank auch für Ihre Vorstellung und ich habe den Link zu Ihrem Blog schon mit eingestellt. Dankeschön. Wer da mehr erfahren möchte, mehr lesen möchte, kann das machen, aber bitte erst nach dem Interview. Ja, vor gut einem Jahr habe ich mit Herrn Professor Dr. Johannes Moskaliuk schon ein Interview geführt als Verantwortlichen für die Entwicklung des Fernstudiums. Er hat das Ganze ja ins Leben gerufen. Und seinerzeit waren wir noch vor dem Start der ersten Bachelorstudiengänge, die im September gestartet sind letzten Jahres. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wenn wir da ein bisschen dran anknüpfen, was hat sich seitdem getan und wie ist das Fernstudium angelaufen?
Ja, Sie haben es schon gesagt, zum 1. September ging es los mit 5 Bachelorstudiengängen, erstmal alle deutschsprachig. Und das hat natürlich für uns im Team eine unglaubliche Veränderung für unsere Arbeit mit sich gebracht. Also diejenigen, die sich natürlich auf der Produktion sozusagen von Lernmaterialien in der Redaktion konzentriert hatten, immer vorzuproduzieren, kriegen natürlich jetzt auch direkt das Feedback. Es werden Klausuren geschrieben. Meine Kolleginnen, die Study Coaches sind und ja für alle Fragen rund um die Organisation des Studiums zuständig sind, haben natürlich auch seitdem richtig mit Studierenden, mit echten Studierenden zu tun und können diese beraten. Und da ging es natürlich auch immer darum, so ein bisschen mal zu gucken, welche Formate funktionieren da ganz gut, offene Sprechstunde oder persönliche Termine, Lerndates, was auch immer man sich da vorstellen kann, sind wir damit gestartet. Und dann gibt es natürlich auch so ganz normale Sachen wie Prüfungen werden geschrieben. Ja, auch das hat natürlich irgendwann mal begonnen. Da ist uns sehr zugute gekommen, dass wir als Fernstudium auch schon zur Corona-Zeit praktisch unser Präsenzstudium beraten haben mit unseren digitalen Klausurformen. Also von daher konnten wir das da schon ganz gut testen und waren uns auch sicher, dass das alles gut funktionieren wird. Ja, also das ist angelaufen und wir bekommen da auch wirklich gutes Feedback von unseren Studierenden im Bachelor. Dann sind noch 2 weitere Sachen passiert. Wir haben einmal mit unseren Zertifikatskursen begonnen. Das sind Kurse, da braucht man keine Zulassungsvoraussetzungen zu erfüllen, singulär. Und dann ist ja auch schon im Mai unser Master gestartet. Da sind wir mit 4 Programmen an den Start gegangen. Die sind überwiegend englischsprachig. Darüber, denke ich mal, sprechen wir im Nachgang auch nochmal genauer. Ja, man könnte so grundsätzlich sagen, wir haben ein stetiges Wachstum und ja, auch immer neue Themen, neue Fragestellungen und sind natürlich auch an neuen Studiengängen dran, aber dazu auch später nochmal mehr. Ja, also da hat sich eine Menge getan. Man merkt, das Studiengang, das ist jetzt so richtig so wirklich mit Leben gefüllt worden, dadurch, dass die Studierenden jetzt mit dabei sind. Das wirkt so ein bisschen, dass es auch ein dynamischer Prozess ist. Ist das so, dass Sie auch immer noch mal schauen, wo kann man noch was anpassen, so können Sie vielleicht auch Wünsche der Studierenden noch mit aufnehmen und umsetzen? Ja, absolut. Genauso verstehen wir uns ja auch. Also wir sind ja eine kleine Business Unit in einem Unternehmen oder in einer Hochschule, die es schon seit 30 Jahren gibt und verstehen uns daher natürlich auch so ein bisschen so als kleines Startup. Und genauso arbeiten wir auch. Wir probieren Dinge aus, wir sind wendig. Wenn etwas nicht läuft, dann verändern wir das. Und das nutzen wir hier absolut im tagtäglichen Leben. Ja, Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass ja auch die ISM schon lange etabliert ist im Präsenzbereich. Da fällt mir noch so die Frage ein, profitieren diese Bereiche voneinander, dass Sie schauen können, was kann vielleicht aus Erfahrungen, die Sie jetzt in der Fernlehre machen, auch im Präsenzstudium angewendet werden? Umgekehrt natürlich auch, wo können Sie aus der langjährigen Erfahrung schon was mit reinbringen in die Fernlehre? Absolut, ja. Also gerade was die Lehre anbelangt, da geht mit Sicherheit Nicole Behring ja nochmal genauer drauf ein. Ansonsten, ich habe es ja schon erwähnt, das sind einfach auch so technische Themen wie eben Online-Klausuren schreiben. Wir können natürlich auch einfach unseren Interessenten und auch unseren Studierenden ein breiteres Angebot zur Verfügung stellen. Ja, wir haben zum Beispiel natürlich den Fall, dass wir aktuell Studierende im Präsenzstudium haben, die in ein anderes Land umziehen, die grundsätzlich aber sehr zufrieden sind mit ihrem Studiengang, die wir jetzt begrüßen können im Fernstudium oder wo sich eine andere Art dass sich die Lebenssituation ändert, die beispielsweise Angehörige zu pflegen haben, ein Kind bekommen und von daher einfach im Fernstudium besser aufgehoben sind. Aber genauso geht es auch in die andere Richtung. Das hatten wir auch schon mal. Und von daher ist das einfach eine schöne Sache, dass wir uns da gegenseitig halt wirklich austauschen können. Naja, das heißt, es ist sogar auch ein Wechsel zwischen den Studienmodellen dann möglich, wenn es die Umstände erfordern oder sich da was verändert im persönlichen Bereich. Ja, genau. Da erkennen wir natürlich Vorleistungen an. Das ist, wir haben natürlich eine andere Zulassungsordnung. Von daher ist es nicht mit einem Schnipp getan. Aber trotzdem, wir kennen natürlich die Inhalte sehr gut unserer Präsenzstudiengänge. Und von daher sind wir da ja eng verzahnt. Ja. Ja, und dann sagten Sie schon, die Bachelorstudiengänge, das hat Ihnen nicht gereicht, sondern es sind sehr zeitnah jetzt auch schon erste Masterstudiengänge mit dazugekommen.
Bitte stellen Sie diese doch kurz vor, dass wir da einen Überblick bekommen. Und ich glaube, dazu haben Sie auch eine Grafik hier vorbereitet. Genau, ja. Ja, wir haben hier, wir sind mit 4 Studiengängen zum Mai gestartet. Wir sehen hier 5 unten rechts. Das ist der Studiengang, der ab 1.9. startet, dazu später mehr. Wir haben einmal den Studiengang Medien- und Kommunikationspsychologie, den Master of Science. Hier ist Nicole Behringer, wie schon gesagt, die Studiengangsleiterin. Von daher, sie wird diesen Studiengang gleich nochmal genauer vorstellen. Daneben haben wir den Studiengang Master of Arts Sustainability Management. Das ist ein Studiengang, der dreht sich natürlich primär um auch das Thema Nachhaltigkeit, bildet aus für Unternehmen, für Politik, Verbände oder auch NGOs. Wir haben zum Beispiel einen Studierenden, der weiß heute schon, dass sein Arbeitgeber ihn die neu zu gründende Abteilung für Nachhaltigkeit aufbauen lassen wird. Also das ist schon mal eine ganz schöne Perspektive an der Ecke. Dann haben wir noch den Master of Science, Applied Business Data Science. Und hier wird auch deutlich, wir sind eine Fachhochschule, also von daher ist es angewandte Data Science sozusagen. Es geht eben darum, wirklich Mehrwert zu stiften für Fragestellungen im Unternehmen. Und hier wird auch tatsächlich mal programmiert. Aber hier muss man keine Vorkenntnisse mitbringen, das wird auch alles im Studiengang dann tatsächlich gelernt. Letzter Studiengang unten in der Mitte, Master of Arts Digital Marketing Management. Das ist ein Studiengang, Marketing geht heute eigentlich nicht mehr ohne digital. Hier geht es um digitale Geschäftsmodelle. Hier geht es um, sowas wie Erfolgsanalyse, wie baue ich ein geschicktes Reporting auf oder natürlich auch die Verzahnung von physischen und virtuellen Kanälen, also das, was so unter Omnichannel Management mal so als Schlagwort bekannt ist. Das sind unsere bisherigen 4 Studiengänge und allen ist halt gemeinsam, dass es Management-Studiengänge sind. Also wir haben einerseits den Vertiefungsteil, aber auf der anderen Seite haben wir auch, und das wird Nicole Behringer am Beispiel gleich noch schön erläutern können, den ganz allgemeinen Teil, wo wir eben Management-Wissen unseren Studierenden mitgeben und sie auf Führungspositionen vorbereiten. Und deswegen haben wir auch als Zulassungsvoraussetzung 50 ECTS aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich für unsere Masterstudiengänge. Das sei hier schon mal einfach so angemerkt. Mhm. Ja, Sie hatten vorhin bei der Einführung erwähnt, dass Sie bei den Masterstudiengängen auch auf viele englischsprachige Inhalte setzen. Wie ist das da verteilt bei den Studiengängen? Ja, also alle bis auf den Medien- und Kommunikationspsychologie-Master sind 100% englischsprachig. Hier kann Nicole gleich auch noch mal kurz darauf eingehen, mit Sicherheit. Aber es ist auch so, dass eben die 3 anderen Studiengänge, also Sustainability Management, Applied Business Data Science und Digital Marketing Management, 100% auf Englisch stattfinden. Von daher ist auch hier B2 Englisch notwendig vom Niveau. Und wir konnten einfach so auch unsere Zielgruppe erweitern und natürlich auch unserem Namen gerecht werden, also International School of Management mit der Internationalität. Das passt natürlich zusammen. Ja, vielen Dank für den Überblick. Und Sie haben jetzt den Master Medien- und Kommunikationspsychologie schon mehrfach erwähnt, den Frau Behringer leitet. Und dann gehen wir doch auf den jetzt ein. Ist auch insofern sehr spannend, als dazu im Vorfeld auch Fragen aus der Community eingegangen sind. Auch im Chat gab es da schon was zu. Also großes Interesse ist da. Das können wir gleich mit aufgreifen. Frau Behringer, ich würde Sie zunächst bitten, darauf einzugehen, was denn so diesen Studiengang auszeichnet und auch besonders macht. Mhm, sehr gerne. Also den Studiengang Medien- und Kommunikationspsychologie zeichnet vor allem aus, dass er einfach komplett neu ist und entsprechend auch die Inhalte brandaktuell sind. Das heißt, wir haben hier nicht einfach einen Präsenzstudiengang digitalisiert, sondern ein völlig neues Konzept, völlig neue Inhalte erstellt. Ich selbst habe die Module Medienpsychologie und Kommunikationspsychologie konzipiert und hier widmen wir uns natürlich zum einen den Grundlagen, wie Theorien zur Medienwahl, Medienrezeption und auch Medienwirkung, aber auch ganz aktuellen Anwendungsthemen, wie der Umgang mit Fake News, die Frage, wie man Virtual und Augmented Reality in Lernszenarien integrieren kann. Hier spielt auch Social Robotics mit rein, also die Frage, wie muss eigentlich ein Roboter aussehen? Wie muss der kommunizieren, damit er in der Altenpflege eingesetzt werden kann? Da schauen wir in aktuelle Forschung rein. Das heißt,
Wir verzahnen hier ganz eng Theorie und Praxis miteinander, damit bieten eben damit die Möglichkeit, praxisnah und anwendungsorientiert zu studieren. Und ich habe hier auch mal das Curriculum mitgebracht, dann wird es vielleicht auch noch mal besser deutlich. Man sieht hier die 4 Semester in den Zeilen dargestellt und in den Spalten ist immer die Art der Fächer abgebildet. Das heißt, in der ersten Spalte haben wir die Basic Subjects in Grau. Das bedeutet, das sind eher generische Fächer, die finden dann auf Englisch statt. Da haben wir einmal Applied Psychological Statistics, aber auch Innovation Strategic Management und Ethics and Law. Also einfach Grundlagen, die man braucht in der Medien- und Kommunikationspsychologie. Und dann haben wir den orangen Bereich. Das sind die Spezialisierungsfächer und die sind dann in Deutsch. Im ersten Semester sind das Fächer wie allgemeine Psychologie und Sozialpsychologie. Und in der allgemeinen Psychologie haben wir dann Themen wie Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnis, Emotion, Motivation zählt dazu. In der Sozialpsychologie geht es dann um die soziale Wahrnehmung, also um Vorurteile, um prosoziales Verhalten, Gruppendynamiken, welche Prozesse laufen in Gruppen ab, wie kann man dagegen steuern. Und im zweiten Semester sind dann Medien- und Kommunikationspsychologie vorgesehen. Und wir sehen hier an manchen Modulen, wie zum Beispiel der Kommunikationspsychologie, so einen kleinen roten Marker, live. Das bedeutet, das sind Live-Module. Das ist also ein fester Termin, zu dem man sich trifft über Zoom. Und je nach Thema kann das über die Dauer eines Semesters sein, einmal wöchentlich oder auch zu Blogveranstaltungen. Und da die Mehrheit unserer Studierenden nebenbei tatsächlich arbeitet, finden die Live-Veranstaltungen auch entsprechend in Randzeiten statt. Also in den allermeisten Fällen nach 17 Uhr oder auch Richtung Wochenende. Und gerade in so einem Modul wie Kommunikationspsychologie ist so ein Live-Aspekt besonders wichtig, damit wir hier gemeinsam in die Diskussion kommen, ins praktische Üben, in Rollenspiele, in den Austausch. Das heißt, hier sollte sich auch wirklich jeder aktiv mit seinem Wissen einbringen. Im dritten Semester muss man sich dann entscheiden, einmal zwischen dem Modul Digital Marketing Tools oder Digital Customer Experience. Die sind auch beide als Live-Module konzipiert. Wenn wir dann nochmal weitergehen in den Bereich Skills, der ist wieder grau mit Leadership und Negotiation und Consulting. Das heißt, wieder in Englisch. Und hier ist man mit Studierenden aus den anderen Studiengängen zusammen. Das heißt, hier haben wir auch nochmal eine ganz andere Diversität in der Zusammenarbeit. Und in der letzten Spalte bei den Projects, da wird in kleinen Gruppen zusammengearbeitet. Man löst reale Probleme, Aufgaben, wie zum Beispiel im Digital Bootcamp. Da geht es um digitale Technologien und deren Anwendungsfelder. Es geht also darum, digitale Technologien wirklich hands-on kennenzulernen, die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen auszuprobieren. Und hier wird dann auch über agiles Projektmanagement zusammengearbeitet, über Scrum und Kanban. Und die virtuelle Zusammenarbeit erfolgt auch über einen Hackathon, bei dem man zum Beispiel eine App entwickelt. Also hier wirklich ganz hands-on in der Gruppe wird hier zusammengearbeitet und gelernt. Und auch im Research- und Consulting-Projekt haben die Studierenden ein richtiges kleines Consulting-Projekt oder Forschungsprojekt, das sie zusammenarbeiten. Ja, und abgeschlossen wird das Studium dann ganz normal mit der Masterarbeit. Mhm. Ja, vielen Dank für den Überblick. Ich finde besonders diese Live-Aspekte sehr spannend. Das sind ja einige Module oder Elemente, wo das zum Einsatz kommt. Sie sagten schon, das wird bevorzugt halt auch auf die Randzeiten, abends, halt auch am Wochenende gelegt. Sind denn diese Veranstaltungen komplett verpflichtend? Oder gibt es auch die Möglichkeit, wenn an einzelnen Terminen jetzt keine Teilnahme möglich ist, sich eine Aufzeichnung anzuschauen oder das anderweitig danach zu arbeiten? Ja, diese Frage kriegen wir tatsächlich sehr oft, ob diese Live-Termine aufgenommen werden. Und hier wäre meine Antwort Jein. Das kommt ganz darauf an, auf das Lernsetting, weil das eignet sich natürlich nicht für jedes Lernsetting, so eine Aufnahme. Wenn wir beispielsweise in Kommunikationspsychologie gewaltfreie Kommunikation üben, also wirklich ins Üben gehen,
dann braucht es einen ganz geschützten Raum, in dem man sich sicher fühlt, um das wirklich üben zu können. Und da empfiehlt sich natürlich keine Aufnahme. Hingegen, wenn es um Theorien, um Basics geht, um Modelle, dann werden wir das aufnehmen und auch entsprechend im Nachgang zur Verfügung stellen. Das heißt, ich kann hier gar nicht pauschal die Antwort geben, dass wir alles aufnehmen, aber in vielen Fällen wird das so sein, ja. Ja, wie ist das, wenn jetzt die Teilnahme mal nicht möglich ist an einem einzelnen Termin? Ist das verbindlich oder gibt es da Möglichkeiten, das irgendwo auszugleichen oder gibt es Ersatztermine? Grundsätzlich werden all diese Live-Seminare immer wieder angeboten. Das heißt, auch wenn man zeitlich das in einem Semester nicht einrichten kann, dann wartet man einfach ein Semester und belegt es danach. Das ist überhaupt kein Problem. Die Reihenfolge ist auch nicht verbindlich. Und wenn man einzelne verpasst, ist das auch kein Problem. Anwesenheit ist keine Prüfungsleistung. Ja, okay. Darf ich kurz dazu ergänzen? Es ist auch so, dass eine Art von Dokumentation immer vorliegen wird. Also es wird weiterführende Literatur natürlich noch gegeben. Du hast ja selber schon gesagt, gerade Nicole Brosgeht wird aufgenommen. Also es wird eine Art von Dokumentation geben, sodass sich diejenigen, die eben nicht teilnehmen konnten, informieren können oder können natürlich auch Rücksprache mit den Kommilitonen halten. Ja, das bietet sich in den meisten Fällen an, ja. Okay, ja, das wäre auch schon meine nächste Frage, ob es halt ergänzend auch noch Skripte gibt, Fernlab, wie viel man die sonst so kennt, oder ob es nur ausschließlich diese Live-Veranstaltungen in diesen Modulen sind. Haben schon ein Stück weit beantwortet. Es gibt also auch irgendwo eine Dokumentation ergänzend noch mit dabei. Es gibt unterstützende Foliensätze. Wir haben im Masterbereich haben wir keine Textbooks. Das unterscheidet auch den Masterbereich vom Bachelorbereich, wo wir Textbooks haben pro Modul. Das haben wir im Masterbereich nicht, einfach weil wir hier didaktisch das ein bisschen anders angehen. Ah ja, das heißt auch in den anderen Modulen, die nicht live sind, werden dann viel mit Originalquellen gearbeitet oder was sind da dann die Medien, die zum Einsatz kommen? Das ist ein ganz bunter Blumenstrauß an Medien. Zum einen gibt es hier Lehrvideos, die aufgenommen werden mit dem jeweilig verantwortlichen Professor. Ich stehe da selber gerade in Studios zum Thema Medienpsychologie und nehme da Videos auf. Das ergänze ich mit ganz unterschiedlichem Material, mit Originalliteratur, mit Lehrbüchern, mit TED-Talks, Videos, sodass für jede Lernpräferenz natürlich auch was dabei ist. Also finde ich ganz wichtig, diesen Aspekt dieser Methodenvielfalt, um die Themen entsprechend abbilden zu können. Ja. Bedeutet live immer digital live oder gibt es auch Veranstaltungen, die in realer Präsenz face-to-face stattfinden? Gerade bei so Kommunikationsthemen hat das ja vielleicht doch auch nochmal eine andere Perspektive, wenn man dann real zusammenkommen kann. Live bedeutet immer digital live. Für alle Studiengänge an der ISM im Fernstudienbereich braucht man theoretisch kein einziges Mal an die ISM kommen. Okay. Dann noch eine Frage in diesem Projektbereich, dieses Digital Bootcamp oder auch ein Hackathon. Das klingt ja schon sehr nach IT-Themen. Wie IT-lastig ist so dieser Studiengang und was muss man da auch mitbringen? Wie tief wird da zum Beispiel in das Thema Programmierung auch eingestiegen? Da wird gar nicht tief eingestiegen, man braucht auch überhaupt keine Vorkenntnisse. Es ist nur für gerade Medien- und Kommunikationspsychologie sind digitale Elemente essentiell wichtig. Also wenn wir hier reden von, wir programmieren vielleicht eine kleine App, dann machen wir das in Scratch. Und das kann auch ein 13-jähriger Sohn sozusagen. Das heißt, da braucht man überhaupt keine Berührungsängste haben. Das hat alles ein Hands-on-Niveau, also dass man wirklich ins Tun kommt. Ich glaube, das ist das Wichtige hier, ins Tun kommen. Aber nicht so, dass man da irgendwie viel IT-Kenntnisse braucht. Das ist nicht okay, es geht mehr darum zu verstehen, wie denkt man, um was zu programmieren, um das halt umzusetzen, um dann Verständnis danach zu haben. Genau. Ja, dann sind, wie ich schon gesagt habe, gerade zu diesem Studiengang im Vorfeld schon Fragen gekommen. Und zwar hat sich der User, der Lenny in der Community, auch das Curriculum, was Sie gerade gezeigt haben, auf der Website schon genauer angeschaut. Und ihm ist aufgefallen, dass er diese namensgebenden Module Medienpsychologie und Kommunikationspsychologie im Curriculum nur zwei Kurse aus vielen sind. Und da dann halt von ihm die Frage, warum denn der Studiengang dann Medien- und Kommunikationspsychologie heißt und nicht zum Beispiel Digital Marketing Tools und Digital Customer Experience, sondern wo weiterhin auch deutlich wird, dass das halt die Schwerpunkte sind in diesem Studiengang, die sich auch durch alle Inhalte durchziehen. Das ist in der Tat eine spannende Frage. Vielen Dank, Lenny, dafür. Also das ganze Curriculum ist
so aufgebaut, dass man hinterher bestens gerüstet ist, um einen Beruf im Bereich Medien- und Kommunikationspsychologie ergreifen zu können. Das heißt, man kann zum Beispiel in die Marktforschung gehen, um mediale Angebote zu analysieren, zu evaluieren. Aber dafür braucht man ja auch das methodische Rüstzeug, das wir im Modul Applied Psychological Statistics zum Beispiel verankert haben. Das heißt, die Studenten werden bei uns methodisch sehr breit ausgebildet. Und in der Marktforschung geht es eben dann darum, empirische Studien zu planen, durchzuführen, auszuwerten, um dann Erkenntnisse über das Marketing für bestimmte Zielgruppen zum Beispiel zu generieren. Und solche Dinge lernt man eben bei uns über die Statistikfächer zum Beispiel. Und die Fächer Allgemeine Psychologie und Sozialpsychologie, die sind die absolute Grundlage, auf der wir aufsetzen in der Medien- und Kommunikationspsychologie. Das heißt, wenn wir uns in der Medienpsychologie zum Beispiel anschauen, welche Medieninhalte Menschen auswählen, also die Medienselektion, dann greifen wir zum Beispiel auf sozialpsychologische Theorien zurück, die man ein Semester zuvor in der Sozialpsychologie schon gelernt hat. Man kann sich mit diesem Studium oder nach Abschluss des Studiums auch Richtung Marketing entwickeln. Dann sind natürlich die Module Digital Marketing Tools und Digital Customer Experience, also Konsumentenpsychologie, interessant. Man kann mit dem Studium in den Bereich Entwicklung von Lernmedien gehen zum Beispiel oder überhaupt in die Medienproduktion, in Verlage, Rundfunk, Fernsehen, andere Medienunternehmen. Oder man geht in den Bereich Consulting nach dem Studium. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch das Consulting als Modul mit drin. Das heißt, man kann Mediengestalter beraten, also Programmierer, Informatiker, Designer, Redakteure, Moderatoren, die haben ja alle kein oder kaum wenig psychologisches Wissen. Und da kommt eben dieser Master ins Spiel als Medien- und Kommunikationspsychologe. Beraten ist hier eben vor allem gemeint im Hinblick auf Fragen der Nutzung oder Wirkung von Medienpräsentationen. Das wäre dann noch das ganze Feld User Experience Design, wo es eben darum geht, digitale Produkte und Services zu entwickeln. Oder die Game-Entwicklung fällt mir ein. Die wird in den kommenden Jahren auch noch ganz enorm an Fahrt aufnehmen, denke ich. Also das Curriculum ist so gestrickt, dass man mit dem Abschluss in der Tasche ganz vielfältige Möglichkeiten hat als Medien- und Kommunikationspsychologe. Ja, also kann man sagen, diese Medien- und Kommunikationspsychologie, das ist so der rote Faden, der sich durchzieht, damit ganz vielen Ausprägungen in verschiedenen Bereichen. Genau, das ist gut zusammengefasst. Vielen Dank. Okay. Ja, und es gab eine Frage jetzt im Chat von Sheldrak, die ist, glaube ich, schon weitgehend beantwortet. Sie haben mich auch schon mit eingeblendet. Ja. Er fragt halt hier, welche Berufsaussichten man mit dem Master hat und in welchen Bereichen man damit arbeiten kann. Also die Bereiche haben Sie schon angesprochen. Insgesamt, wie schätzen Sie so die Berufsaussichten ein mit diesem Abschluss? Die schätze ich ehrlich gesagt großartig ein. Ich befasse mich unheimlich viel mit künstlicher Intelligenz und Robotics. Und es ist ein Fakt, dass in den nächsten Jahren viele Jobs wegfallen werden, die ersetzt werden durch künstliche Intelligenz und Roboter. Und als Medien- und Kommunikationspsychologe geht man aber genau in diese Lücke. Das ist das Feld, was sich sozusagen aufmacht. Das wird aus meiner Sicht in den nächsten Jahren umso mehr gefragt sein, weil irgendwer muss ja diese Maschinen auch bedienen können oder beraten können, wie die zu entwerfen sind. Deswegen glaube ich, dass das eine großartige Wahl ist, dieses Studium, dieses Fach. Ja, vielen Dank. Dann schauen wir jetzt nochmal auf einen anderen Master, bleiben im Masterbereich. Und zwar, vorhin wurde ja schon erwähnt, der Master of Science Management startet am 1.9. Da geht es bald los. Ja, da auch nochmal die Frage, was macht denn diesen Studiengang besonders? Sie haben ihn nochmal in der Übersicht mit dabei. Denn wenn ich so schaue, auch in Interviews, die ich schon geführt habe und insgesamt mir so die Fernstudienlandschaft anschaue, gerade Management-Master, da gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe. Und für Studierende ist es oft schwierig zu sagen, ja, welchen wähle ich denn jetzt? Auch wenn vielleicht vom Konzepten her, also von der Methode, die zum Einsatz kommt, sich das durchaus zum Teil ähnelt. Was macht so diesen Studiengang an der ISM so besonders aus? Ja, dieser Studiengang ist ein ganz innovativer Studiengang,
komplett neu konzipiert. Klar, das ist logisch, geht ja auch erst im September los. Und er zeichnet sich aus durch seine enorme Flexibilität. Das sind ja Flexibilität in drei Dimensionen. Einerseits, man kann wählen, ob man die Module auf Deutsch oder auf Englisch studieren möchte. Dazu sei gesagt, am Anfang geht es nur auf Englisch. Erst im nächsten Jahr wird sozusagen sukzessive werden die deutschsprachigen Module oder Versionen dazu addiert. Und es gibt zwei weitere Sachen. Und zwar kann ich nämlich einerseits mit den Master mit 120 oder auch mit 90 ECTS studieren. Und zwar abhängig davon, was für eine Art von Bachelor ich gemacht habe. Also habe ich einen Bachelorabschluss mit 180 ECTS, dann würde ich den mit 120 wählen, den Master, oder eben hatte ich einen Bachelorabschluss mit 210 ECTS, dann würde ich den mit 90 wählen können. So, und das hat halt auch ganz starke Auswirkungen auf, welche Zeitmodelle ich wählen kann. Denn das hatte ich vorhin nicht erwähnt, aber das ist bei uns grundsätzlich so. Wir haben immer auch im Bachelor drei Zeitmodelle im Angebot. Einerseits Vollzeit, das heißt beim Bachelor 6 Semester, beim Master sind es 4 Semester. Teilzeit schnell, das wären 6 Semester, im Master 8, wäre Teilzeit langsam im Master. Und das heißt, man würde also grundsätzlich, geht man bei Vollzeit von 30 ECTS pro Semester aus. Und das, was Nicole Behringer eben gezeigt hatte als Curriculum, das war ein Vollzeitstudium mit 30 ECTS pro Semester. So, also das heißt, wenn man eben diese 120 ECTS-Variante wählt, dann kann man diese drei Zeitmodelle auswählen. Wenn man hingegen eben nur 90 ECTS machen möchte oder muss, in Anführungsstrichen, dann kann man zwischen zwei Zeitmodellen wählen, einmal Vollzeit sogar in 3 Semestern oder auch Teilzeit dann in 6 Semestern. Und das wäre ja das Doppelte, also nur in Anführungsstrichen mit 15 ECTS pro Semester, also eine wesentlich entspanntere Variante. Ja, also das wäre das Zweite, also Sprache, und dann haben wir die 90 und 120 ECTS Variante. Und dann haben wir noch die Möglichkeit zur Spezialisierung. Und zwar, man kann entweder, wenn man sich nicht spezialisieren möchte, kann man einen generalistischen Master machen oder man macht einen Master of Science in Management mit einer Spezialisierung in einem bestimmten Feld. So hieße dann nämlich auch der akademische Grad. Und ja, das wären dann Fächer, die einer bestimmten Rubrik sich zuordnen lassen. Ja? Also wie zum Beispiel eben digitales Marketing, Nachhaltigkeit, HR, Human Resources, Business Mediation und Coaching, oder auch dann ab März nächsten Jahres die beiden Rubriken Digital Education und Logistik. Insgesamt haben wir 21 Wahlfächer, die sich einen oder mehreren dieser Spezialisierungen zuordnen lassen, und demzufolge kann man eben dann mindestens 4 dieser 6 wählen und hat dann nachher diesen Grad Master of Science in Management mit einer Spezialisierung in einen von diesen 6. Und was da auch noch ganz schön ist, wir sind zwar 100% digital, nur ein Wahlfach haben wir hier, das möchte ich mal herausheben, das nennt sich Summer oder Winter School. Und das ist tatsächlich ein Blended Learning Konzept, also wo man sich erstmal virtuell findet, vorbereitet auf ein bestimmtes Thema, wie diese Summer oder Winter School hat, ein aktuelles Thema, und sich dann für 3 Tage an einem Campus der ISM trifft. Und dann im nächsten Schritt würde das wieder nachbereitet werden. Also das ist nochmal ein ganz, ganz neues Konzept, was es auch bisher nur in diesem Studiengang gibt. Vielleicht wird sich das ja auch noch ändern, aber in dem Moment ist es so. Ja, und ansonsten gelten dieselben Zulassungsvoraussetzungen wie für alle anderen Masterstudiengänge an der ISM ebenfalls. Ja, Sie hatten gerade erwähnt, mindestens 4 Spezialisierungen müssen gewählt werden. Besteht auch die Möglichkeit, optional noch weitere hinzuzubuchen, wenn man sich jetzt so gar nicht entscheiden kann oder einfach eine Meinung hat, ich brauche noch mehr beruflich, um da voranzukommen? Das ist natürlich immer möglich. Ja, absolut. Genauso wie Sie auch immer auch schneller studieren können bei uns, also davon ganz unabhängig. Selbstverständlich können Sie mehr dazu wählen. Sie können schneller studieren, wenn Sie mögen. Das ist alles möglich.
Ja, dann habe ich noch eine Frage zu den Credit Points Varianten. Ich nehme mal einfach eine Folie zurück. Das ist ja hier gekoppelt quasi an die Bachelor-Studiengänge, je nachdem, wie viele Credit Points ich da erworben habe. Besteht denn auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt einen Bachelor mit in Anstrichen nur 180 Credit Points gemacht habe, trotzdem in die 90 ECTS-Variante des Masters reinzukommen, wenn zum Beispiel bereits sehr viel berufliche Praxis, die auch relevant ist für den Studiengang, vorhanden ist über eine Eingangsprüfung oder andere Nachweise? Ja, das ist dann immer eine individuelle Prüfung, ganz genau. Also da müssen wir uns genau die Unterlagen anschauen und im Zweifel gibt es dann eine Eingangsprüfung. Absolut, das würde man sich dann im Einzelfall anschauen. Okay, also diesen Weg könnte es dann, wenn das passt, auch geben dabei. Und dann noch mal eine Frage zu den Modulen. Sie hatten gesagt, also ab nächstes Jahr stehen dann viele auf Deutsch und auf Englisch zur Verfügung. Entscheide ich mich dann für einen Weg, also komplett das Ganze auf Deutsch zu machen oder auf Englisch zu machen? Oder kann ich das auch individuell zusammenstellen, je nach einzelnen Modul? Ganz genau. Das können Sie sich zusammen mischen, wie Sie mögen. Sie können eine deutsche Masterthesis schreiben, wenn das irgendwie mehr liegt, aber ein praktisches Modul beispielsweise auf Englisch. Also ganz, man kann wirklich pro Modul entscheiden, auf welcher Sprache man dieses Modul studieren möchte. Also hier wirklich eine enorme Flexibilität. Ja, prima. Ja, soweit mal zu diesen beiden Masterstudiengängen, die wir uns ein bisschen genauer angeschaut haben. Und zu allen Maßnahmen gibt es auf der Website bei Ihnen dann ausführliche Informationen. Ich würde jetzt, wo wir Frau Behringer schon hier haben, ja nicht nur als Studiengangsleiterin, sondern auch als Expertin für digitale Lehre, was ja auch vorhin schon deutlich wurde, als Sie so diese Live-Elemente vorgestellt haben. Und ja, Sie selbst bezeichnen sich ja auch als Lernarchitektin, auch darauf möchte ich gerne das ausnutzen, dass Sie dabei sind. Und zunächst mal so die Frage, was ist denn eine Lernarchitektin? Was macht sie überhaupt? Ja, eine Lernarchitektin, das ist sowas wie eine Lernexpertin. Das heißt, so wie ein Architekt Bauwerke entwirft, entwerfe ich Lernformate. Und dieser Architekturbegriff, der kommt vom Nudging. Beim Nudging werden Menschen durch sogenannte Nudges, also Stupser, ganz sanft zu einem bestimmten Verhalten gelenkt. Und dabei wird die Situation so gestaltet, dass sich die Person aus sich raus für ein bestimmtes Verhalten entscheidet. Das heißt, wir arbeiten hier nicht mit Belohnungen, mit Vorgaben und auch nicht mit Verboten. Und das Ganze nennt man die Entscheidungsarchitektur der Situation. Und daher kommt eben dieser Architekturbegriff. Denn ich wende das Nudging aufs Lernen an und stelle die Frage, wie muss ein Lernformat eigentlich gestaltet sein, dass die Studierenden aus sich raus lernen, also mit einer intrinsischen Motivation? Und ich habe ja schon erwähnt, ich war in den letzten 15 Jahren in ganz unterschiedlichen Konzernen im Bereich Learning and Development und habe umfassende Erfahrungen sammeln können, welche Formate wirklich funktionieren und welche nicht. Und ich verbinde sozusagen zwei Perspektiven auf das Lernen. Einmal eine psychologisch-wissenschaftlich fundierte und einmal eine praxisorientierte Perspektive. Und aus dieser Kombination heraus entsteht eine wirksame Lernarchitektur. Und meine Leidenschaft ist, das Lernen der Zukunft mitzuerfinden. Das heißt, ich finde neue Trends im Bereich der Erwachsenenbildung total spannend. Zurzeit fasziniert mich zum Beispiel die Frage, wie wir im Metaverse lernen werden. Also das Metaverse besteht aus mehreren gemeinsam genutzten virtuellen 3D-Räumen. Das ist also ein hybrider Raum, wo die reale Welt und die digitale Welt miteinander verschmelzen. Und beschäftigt mich die Frage, wie müssen solche hybriden Räume im Metaverse gestaltet sein, damit wir dort ideal lernen können. Und jetzt werden wir an der ISM in naher Zukunft sicherlich noch nicht mit Virtual Reality Brillen lernen, aber trotzdem bin ich immer interessiert, hier neue Lernformate auszuprobieren mit den Studierenden. Da habe ich total Spaß dran. Ja, sind da mal bei allen Trends dann mit dabei. Ist es denn schon auch so, vielleicht noch nicht so dieses ganz groß, wie es das Metaverse, wo man erstmal schauen muss, wie es denn dann auch wirklich in der Praxis umgesetzt wird, aber vielleicht in anderen Bereichen, wo Sie dann auch die Erkenntnisse, die sich so in Ihrer Forschungsarbeit ergeben, in die Lehre auch mit einfließen können im ISM-Fernstudium? Ja, mit der Forschung habe ich jetzt noch nicht gestartet. Das ist tatsächlich noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Da werde ich erst loslegen demnächst, dazu vielleicht im nächsten Gespräch einmal mehr.
Ich beschäftige mich einfach ganz viel mit Forschung von anderen und lasse das einfließen. Gerade so Virtual Reality finde ich faszinierend oder auch mit Lego Serious Play würde ich gerne experimentieren. Ich habe auch schon in die Präsenzlehre zum Beispiel mit Playmice habe ich gearbeitet. Da haben die Studierenden einfach ein Gehirn wirklich selbst erstellen müssen. Also dieses wirklich hands-on und nicht nur das passive Lesen von Folien oder Skripten, sondern ins Tun kommen, ins Arbeiten, das ist sehr wichtig. Ja, also da kann auch noch einiges ausprobiert werden, mit dem Sie sich so beschäftigen. Dann. Ich finde dieses Thema Nudging sehr spannend. Sie sprachen davon, es geht im Grunde genommen darum, dass halt eine intrinsische Motivation vorhanden ist, dass man gar nicht belohnen muss, nicht strafen muss. Wie finden Sie denn dann heraus, was die Studierenden selbst motiviert, um da entsprechend auch das anzubieten und die Lehre entsprechend zu gestalten? Ja, hier kann man auch ganz direkt in den Kontakt mit den Studierenden gehen, um zum Beispiel so ein paar Lernhacks auch im Dialog zu entwickeln. So Lernhacks sind auch Nudges, also so kleine Stupser, die den Studierenden helfen, ins Lernen zu kommen. Ein ganz einfaches Beispiel ist so ein Kalendereintrag, ein Blocker. Jeden Freitag von 9 bis 13 Uhr, das sieht bei jedem natürlich ganz anders aus, ist ein Blocker drin für Lernzeit. Und wenn das einmal im Kalender steht, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich mich in dieser Zeit tatsächlich dem Lernen widmen werde. Und das kann natürlich dann sehr bunt aussehen an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Uhrzeiten. Oder auch das Commitment ist eine Form von Nudge, wo es darum geht, einmal laut auszusprechen oder jemandem zu schreiben, was man morgen tun wird. Das heißt, wenn ich jemandem einmal verraten habe, morgen mache ich die Prinzipien im Marketing, dann werde ich das auch mit höherer Wahrscheinlichkeit tun. Und das sind so kleine Nudges, mit denen wir hier arbeiten können, die wir da einfließen lassen. Ja, also da auch dann Hilfe zur Selbsthilfe der Studierenden, was die dann auch selbst anwenden können und selbst auch da merken, ich habe jetzt was getan, dass es leichter wird für mich. Genau. Ja, wenn wir dann jetzt nochmal konkret darauf schauen, was das ISM-Fernstudium angeht, was zeichnet da so die digitale Lehre aus? Ja, also da wäre für mich an allererster Stelle die persönliche und direkte Betreuung zu nennen, durch die Tutoren und durch die Study Coaches. Das heißt, im ISM-Fernstudium wird bei uns jeder Student sehr individuell einfach betreut. Und an zweiter Stelle stehen da für mich die Austauschelemente, also die Synchronelemente. Also das sind die Live-Seminare, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben. Das Lernen passiert im Austausch mit anderen. Und deswegen haben wir hier in den Curricula auch ganz bewusst einen recht hohen Anteil als Live-Seminare konzipiert. Und wir nehmen auch die Modularität von Bildung sehr ernst. Das heißt, in alle Curricula sind auch Wahlmöglichkeiten eingebaut. Was Frau Brockerhoff gerade dargestellt hat, war ja ein Beispiel für den neuen Studiengang. Das heißt, man kann sich sein Studium entsprechend der eigenen Interessen gestalten. Im Bachelor haben wir zum Beispiel im 5. und 6. Semester 6 verschiedene Wahlmodule, aus denen man wählen kann. Und dann würde ich noch betonen, dass wir insbesondere im Masterbereich eben ganz neue Studiengänge und neue Konzepte da umgesetzt haben und nicht nur bestehende Präsenzkonzepte digitalisiert haben. Das heißt, im Bachelorbereich ist dieser Wechselgedanke, den Frau Brockerhoff auch schon angesprochen hatte, stärker umgesetzt als im Masterbereich. Und ja, ich fühle mich im Fernstudium an der ISM so pudelwohl, weil das einfach ein Haufen kreativer und frischer Köpfe ist und es macht einfach richtig Spaß, da zu arbeiten und zusammen zu hirnen und die Dinge zu entwickeln. Ja, ja, und gerade im Fernstudium dann ja auch die Möglichkeit, vieles auch an digitaler Lehre mal in der Praxis auszuprobieren. Zur Lehre gehört im akademischen Bereich immer auch die Prüfung irgendwo. Wie sieht das aus im ISM-Fernstudium? Welche digitalen Prüfungsformate gibt es da und gibt es zum Beispiel auch Wahlmöglichkeiten für die Studierenden, wie so ein Modul abgeschlossen wird oder ist das eine Vorgabe je nach Modul? Das ist eine Vorgabe je nach Modul. Wir haben insgesamt 3 verschiedene Prüfungsformate. Wir haben die Klausur, die Hausarbeit und das E-Portfolio. Und alle 3 sind online basiert und selbstgesteuert. Das heißt, wir haben hier keine festen Prüfungstermine. Das ist alles individuell terminierbar. Das heißt, man kann eine Klausur jederzeit schreiben, zu Hause, am eigenen Computer.
Die Klausur wird dann elektronisch überwacht mit einem KI-Proctoring. Und wir haben auch Open-Book-Klausuren. Bei solchen Klausuren kann man dann alle Hilfsmittel benutzen. Das sind dann natürlich eher Transferfragen, wo es darum geht, das Gelernte auf etwas anzuwenden. Hausarbeit ist, denke ich, klar. Da werden Themen vorgegeben, die dann entsprechend bearbeitet werden. Aber meine absolute Lieblingsprüfungsform, ich bin großer Fan vom E-Portfolio tatsächlich. Denn beim E-Portfolio geht es konkret auch um die Anwendung des Gelernten und die Reflexion des eigenen Lernprozesses. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Baustein. Das heißt, Module mit einem E-Portfolio als Prüfung, da haben wir erst mehrere modulbegleitende E-Portfolio-Aufgaben, die zu bearbeiten sind. Das lädt man dann hoch und man bekommt dann tatsächlich auch ganz individuelles Feedback vom Tutor. Das kann sein, dass man ein Werbeplakat erstellen muss oder ein Drehbuch für einen Fernsehwerbespot oder es muss ein Fragebogen erstellt werden oder eine Mindmap zu den behandelten Theorien. Wir haben da einen ganz bunten Blumenstrauß an sehr, sehr unterschiedlichen Aufgaben. Und erst wenn man die alle, diese Aufgaben erarbeitet hat, hochgeladen hat und bewertet wurde, dann kann man sich für die abschließende Prüfungs-E-Portfolio-Aufgabe anmelden. Und ich finde das aus didaktischer Perspektive sozusagen als Lernarchitektin einfach eine sehr, sehr schöne Sache, dieses E-Portfolio. Ja, also da eine sehr praxisorientierte Prüfungsart, wo die Studierenden auch mal richtig ja auch zeigen können, wie sie das anwenden, was eigentlich gelernt worden ist und nicht nur gelerntes Wissen dann wiedergeben. Nicht nur Multiple Choice. Ja. Okay, ja, bevor wir dann gleich nochmal einen Blick so in die Zukunft werfen, ist noch eine Frage im Chat aufgetaucht, die ich da gerne mit einfließen lassen möchte. Nochmal von Sheldrak hier fragt er, wie hoch denn die durchschnittlichen Kosten sind und zwar jeweils in der Vollzeit- und Teilzeitvariante in den Masterstudiengängen. Ja, also das ist so, 490 Euro kostet monatlich das Vollzeitstudium. Da ist halt wichtig zu wissen, da ist tatsächlich auch alles drin, inklusive einer Verlängerung von 2 Semestern, muss man sich also überhaupt keine Gedanken machen. Und sämtliche Klausuren oder Prüfungen und so weiter sind da also mit drin enthalten. Genau. Und ja, 350 wäre das im Bachelorstudium. Genau. Also das wäre da sozusagen. Genau. Okay. Steht wahrscheinlich auch nochmal auf der Website für die Steht alles auf der Website. Ja. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal in die Zukunft, in die weitere Entwicklung. Was ist da an der ISM geplant im Bereich Fernstudium in nächster Zeit, sowohl was die digitale Lehre angeht, was kann da noch umgesetzt werden, aber auch welche neuen Studiengänge sind zum Beispiel noch geplant? Ja, also im Herbst beginnen wir, wie ja schon gesagt, mit dem Management Master. Und da würde ich ganz gerne auch noch mal kurz sagen, dass wir da auch einen Bonus haben von 1.000 Euro. Wenn man sich bis Ende des Monats Juli bei uns anmeldet und dann bis November beginnt mit dem Studium tatsächlich. Also das ist nochmal ganz wichtig. Wenn man sich bis dahin einschreibt, dann spart man 1.000 Euro. Ja, also das ist das, was am 1.9. beginnt. Und dann beginnt noch eine zweite Sache am 1.9., nämlich der LLM Taxation. Das ist ein Master, den wir in Kooperation mit dem IFU-Institut, das ist das Institut für Unternehmensführung, anbieten. Mit dem machen wir auch schon sehr viel im Präsenzbereich. Und nur, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Weitere Infos gibt es auch bei uns auf der Website, wie eben schon gesagt. Sehr charmant ist hierbei nämlich die Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung im Rahmen dieses Studiengangs. Ja, und dann wirklich als Ausblick im nächsten Jahr, im ersten Quartal, planen wir den Start von einem neuen Studiengang, und zwar den Master Healthcare Management. Und der so als USP wendet sich eben gerade an Personen, die eine, die eben keine medizinische Vorbildung haben, also die eben nicht sowas wie Physiotherapeut oder Logopäde oder wie auch immer sind, sondern die eben
sozusagen eine Art Management-Vorbildung haben und die sich eben dann mehr in die medizinische Richtung entwickeln wollen. Häufig, was wir so kennen, ist ja sehr umgekehrt, ja, dass man eben aus dem Management-Bereich kommt und sich dann spezialisiert. So, und das heißt, es geht da um Sachen wie Finanzierung im Gesundheitswesen oder Marketing, Public Health, eben für Gesundheitsämter, RKI auch als ganz aktuelles Beispiel ja auch zu nennen. Das heißt eben, da wollen wir die Ausbildung des Management-Nachwuchses im Gesundheitsbereich praktisch unterstützen. Und auch hier, auch Nicole Behringer hat es ja schon gesagt, die Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind auch in diesem Studiengang wie in allen anderen immer zu finden. Daneben sind noch weitere Studiengänge in Vorbereitung. Ja, dazu gibt es auch eine Frage, was in Richtung weiterer Studiengänge geht. Fragt Estin Riff hier, ob denn auch Bachelorstudiengänge noch geplant sind, ein Ausbau des Angebots und ob Sie schon was dazu sagen können, welche das möglicherweise sind. Ja, im Bachelorbereich planen wir, so wie es jetzt aussieht, erstmal eine mögliche Internationalisierung, also dass wir die bestehenden Studiengänge auf Englisch anbieten. Da sind wir gerade noch in den Überlegungen, was das anbelangt. Okay, da lohnt es dann, die News der ISM weiter zu verfolgen. Gut, ja, vielen Dank an Sie beide für die Einblicke und Ausblicke, was das Fernstudium an der ISM International School of Management angeht. Für diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind, die sich weiter informieren möchten, auf welchen Wegen geht das, wo geht das und was bieten Sie da auch an in nächster Zeit noch an zusätzlichen Informationen? Ja, habe ich auch noch eine Folie. können wir uns gerne angucken. Also ich kann nur auf unsere Website gerne verweisen. Die ist wirklich sehr schön vollständig und auch hoffentlich recht übersichtlich gestaltet. Einerseits dann auch zu empfehlen Instagram oder YouTube. Hier kann man auch sehr gut schon mal Lernmaterialien sich anschauen, Videos, die wir hier veröffentlicht haben. Und dann noch eine ganz neue Sache. Wir haben gestartet unseren Podcast, der heißt ISM Perspectives On. Da ist gerade neulich die vierte Folge bereits schon erschienen. Und das ist eine Sache, die eine ganz interessante Geschichte ist. Und da kann ich auch nur ermuntern, unseren Podcast zu abonnieren. Wen ich neugierig machen konnte mit dem Thema Nudging. Demnächst erscheint auch eine Folge von mir im Podcast zum Thema Nudging. Gerne rein. Ja. Das ist ja dann auch ein gute Ergänzung nochmal zu dem, was Sie heute angerissen haben, da nochmal tiefer einzusteigen und werde ich mir auch mal anhören, weil finde ich ein ganz spannendes Thema. Den Link habe ich auch mal zur Website der ISM, habe ich auch mal mit in den Chat eingestellt. Ich meine, Sie bieten auch Webinare an als Information zum Studienangebot. Das wollte ich jetzt gerade eben noch erwähnen. Auf der Website ist, wenn man ganz runterscrollt, auf der Startseite sind unsere Webinartermine. Und zwar haben wir tatsächlich zu jedem einzelnen Studiengang ein Webinar mit dem jeweiligen Studiengangsleiter, Studiengangsleiterin. Und darin werden also Berufsperspektiven erläutert oder auch die einzelnen Module näher erläutert, also auch wie Nicole Behringer das heute gemacht hat, dergleichen. Dann können Fragen natürlich gestellt werden, das Ganze ist live. Und dann gibt es auch noch Webinare zum Master und zum Bachelor allgemein. Also da geht es auch grundsätzlich nochmal genauer darum, die ISM vorzustellen. Wie sehen Lernmaterialien aus? Wie sehen Prüfungsformen aus und so weiter? Was hat das so mit diesen Zeitmodulen oder Zeitmodellen überhaupt auf sich? Das erläutern wir in diesen allgemeinen Webinaren. Und ja, danach kann man sich natürlich, oder auch davor, gerne an uns von der Studienberatung wenden. Und wir würden uns immer freuen über Kontakt und sind eigentlich auch recht schnell in der Reaktion. Das kriegen wir jedenfalls immer zurückgemeldet und freuen uns über Dialog. Ja, prima. Damit sollten ja dann keine Fragen offen bleiben. Und zum Abschluss gerne noch einen Chatbeitrag hier, dem ich mich nur anschließen kann. Sheldak schreibt hier, vielen Dank für die Infos und das auch von mir. Herzlichen Dank für diese umfangreichen Informationen und noch einen schönen Abend für Sie. Ebenso. Vielen Dank. Gleichfalls. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Insbesondere auch vielen Dank für die Fragen, die ihr hier mit reingebracht habt.
Und auch vielen Dank an alle, die sich hinterher die Aufzeichnung anschauen. Wenn da noch Fragen auftauchen, könnt ihr die gerne auch in die Kommentare mit einstellen. Ich würde das dann an die ISM weiterleiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm bitte, falls nicht eh schon geschehen, jetzt euren Daumen hoch. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos und Interviews zur ISM International School of Management und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.